Mahlzeit Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Woche XCOM 2. Wir haben in der letzten Folge am Ende der letzten Woche einen weiteren Netzwerkturm infiltriert und zerstört und damit das Hauptquartier einer weiteren Region freigelegt. Bevor wir das angehen können, wird es allerdings noch ein bisschen dauern, denn ihr wisst, wir sind in Neuchile mit unserem Spezialsquad immer noch am Infiltrieren eines HQs. Das dauert einfach seine Zeit. Heute werden wir zu Beginn der Woche einen Ausbildungssquad von uns sehen und hoffentlich die ein oder andere Beförderung abgreifen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge XCOM 2. Ja, hier auf der Avenger ist soweit alles eingerichtet. Zwei Offiziere in der Ausbildung, Fortschrittliches Kriegszentrum ist am Ausbilden. Psi-Labor ist besetzt, unser Testbereich entwickelt Höllengewebe. Ja, bleibt uns eigentlich nichts anderes zu tun, als auf die Brücke zu gehen und zu schauen, wie lange unser Ausbildungsquad noch braucht. Das ist, genau, das ist jetzt das offene oder das freigelegte Hauptquartier in Osteuropa. Was haben wir denn hier für eine Stärke? Wir haben hier eine Advent-Stärke von 7. Okay. Hier unten waren es 5, als wir gestartet haben, konnten ja aber die Stärke reduzieren, ist auf 4. Aber auch erst bei 57%. Ja. Also 7 Tage noch, um hier erstmal auf 100 zu kommen. Und ihr wisst, wir wollen auf 200. Gut. Hier ist unser Ausbildungsquad 2. 22 Stunden. Das wird heute anstehen. Auch hier werden wir mit Infiltration verstärken arbeiten müssen. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Info haben wir ja genug. Ihr seht es, 283. Gut, wir scannen mal. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Okay, 28 weitere Info dazu bekommen. Wir werden das Ganze wiederholen. Wir haben ein weiteres Datenpad. So, Stil Militärgut, stark. Nein. So, dann geht ein Beutezug auf. Allerdings ist das mit 3 Tagen und 22 Stunden auch wieder viel zu knapp. Ein Wissenschaftler, auch das werden wir ignorieren. Und Mario Lössl hat Bollwerk-Ausbildung. Jetzt gucken wir mal, ob wir einen anderen Psi-Soldaten hier reinsetzen können. Maiden. Genau, was geben wir Maiden? Schisma. Schisma ist super, denn Schisma sorgt dafür, dass der Wahnsinn, egal welche Geschichte er letztendlich auslöst, auch eine kleine Menge Schaden macht und Ruptur verursacht für alle weiteren Gegner. Das ist sehr gut und dauert bei Maiden auch nur 2 Tage. Axel hat sich erholt, Charlie hat sich erholt, das Lazarett lichtet sich so langsam. 9 Stunden, wir sind auf sehr gering. Oh. So, die Luftpatrouillen, wir konnten sie nicht verhindern. Alien-Luftpatrouillen reduzieren die Fähigkeit der Avenger, Alien-Aktivitäten zu entdecken. Das ist nicht gut. Und wir haben immer noch ein weiteres düsteres Ereignis, das wir nicht schaffen hier bisher aufzudecken. Problematisch. Plecky hat den leeren Spalt. Und jetzt haben wir aber, glaube ich, keinen weiteren Psi-Soldaten mehr, um hier was zu tun. Olli hat die Offiziersbildung abgeschlossen. Sehr gut. Weitermachen. Und jetzt ist es soweit. Sehr gering. Ich werde das Ganze trotzdem noch verstärken. Und wir haben... Ah! Immer noch sehr gering. Verdammt. Also 30 Info ist irgendwie weggeworfen. Kann man nichts machen. Neutralisiere das Ziel im Advent-Fahrzeug. Aufmerksamkeit von Advent erlangen. Es geht eigentlich, habe ich das gespielt hier oder haben wir hier infiltriert, um Erfahrung zu bekommen für diese 8 Jungs, die ich euch dann gleich auf dem Schlachtfeld genauer vorstelle. Viel Spaß mit der Operation Beschworener Rauch.
Renaissance 5. Zielort bestätigt. Sofort angreifen. Eliminieren Sie alle Feinde. Wir operieren im Schatten. Okay, ihr habt das Fahrzeug der VIP gesehen. Da müssen wir hin und auch dann zur Evakuierungszone. Wir haben am Start. Der Alex ist da, Hobbygeneral, ein Ranger. Hannes Klock da, ebenfalls Ranger. Wir haben Dr. Tod, einen Spezialisten. Wir haben Terrible One, einen Schützen. Der Basti ist dabei von B-Seiten Gaming als Psi-Soldat. Wir haben Seth, einen Scharfschützen. Wir haben Line of Departure, Iconoclast als Shinobi. Und einen Spark, der noch keinen Namen hat, kann das sein. Spark 004, tatsächlich noch ohne Namen, da müssen wir uns was einfallen lassen. Ihr könnt ja mal Namensvorschläge in die Videobeschreibung rein tippen und dann gucken wir mal, was dabei so rumkommt und was Schönes dabei ist. Suche ich mir was raus. Okay, dann fangen wir an mit unserem Shinobi Iconoclast. Was ist hier? Ach, der ist eingebaut. Der kann. Der kommt nicht raus. Das ist natürlich nicht so gut. Wie machen wir das dann? Nehmen wir den Spark. Allerdings war hier hinten direkt eine Drohne, habe ich gesehen. Ja, komm. Wird schon gut gehen, oder? Gut. Ist gut gegangen. Jetzt kann Line of Departure raus. Okay, wir sehen nichts. Wir kriegen hier allerdings relativ schnell Sicht auf diese VIP. Könnte eine Sache für Seth sein, der unseren Scharfschützen. Okay, und da haben wir... Was war denn das? Wieso sind die denn jetzt sofort wieder zugegangen? Ja, ich habe zumindest zweimal Lebensbalken gesehen. So, wir nehmen die Ranger hier vorne hin, Hannes. Jawohl. Und der Alex, die dann hier auch ihren Overwatch direkt haben. Terry, gehen wir hier hoch. Seth, wie gesagt. Ja, dann gehen wir hier hin. Da haben wir sogar Schussfeld. Ja gut. Schauen wir mal, was passiert. Scheint mir relativ kompakt zu sein, die Karte. Also hier war doch beim Überflug, war doch hier eine Drohne. Nee, unser Shinobi hat doch eben hier auch was gesehen. Warum ist das alles wieder zugegangen? Wir wechseln mal hier rüber. Naja, da. Mhm. Problem finde ich jetzt hier, dass diese Trupps halt, das habe ich gemeint, mit die Karte recht kompakt, dass die sehr eng stehen. Und alle sechs hier auslösen möchte ich eigentlich nicht. Wir beobachten mal, wie hier alles läuft. Und gehen jetzt einfach mal in einen Overwatch mit allen. Nicht gut. Also die scheinen hier quasi diese VIP zu bewachen und sich gar nicht groß zu bewegen. Wir beobachten weiter. Scanner.
Also der Trupp ist hier halt schon gefährlich, wegen den jeweils drei Panzerungspunkten der Max. Und was wir nicht haben, ist ein Techniker, der hier mit einer Rakete oder so hier direkt mal reinhauen kann. Die Drohne fliegt weg. Aber wie gesagt, diese drei, plus wenn der Rest hier hinten noch aufgeht mit einem Schildträger, der das Ganze dann nochmal verbessert, das gefällt mir nicht. Also die Kombination gefällt mir nicht. Wir beobachten weiter. Ich vermute ja jetzt fast, wenn ich jetzt anfange, mich so zu positionieren, dass wir die hier hinten irgendwo bekommen, vermute ich fast, dass die ihre Tour abbrechen und wieder in die andere Richtung marschieren. Wäre zumindest typisch. Wir probieren es jetzt trotzdem mal. Ich werde hier hinten rumgehen. Schon dabei. Damit ist Alex in einem Overwatch. Und Hannes auch. So. Dann. Basti werden wir hier rein bewegen. Dr. Tod marschiert hier hin. Und wir können jetzt mal, wir gucken jetzt spaßeshalber mal rein in diese Max, was wie schwierig das Hacken sein wird. Bei einer Übernahme werden wir uns über eine Übernahme werden wir uns nicht unterhalten müssen bei Dr. Tod, aber eine Abschaltung 84%, das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Also wenn Ziel muss es sein, diesen Trupp zu aktivieren und dabei den anderen Trupp nicht zu aktivieren, dass wir nur diese drei hier haben. Und wenn wir dann vielleicht noch einen deaktivieren können, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Das ist das Ziel. So, wir gehen jetzt mal hier rüber und ich hoffe, dass das passt. Dass wir den hier, den dürften wir hier nur sehen wegen Line of Departure. Wir machen jetzt einen Overwatch. Ich hoffe, sie laufen weiter und drehen jetzt nicht ab. Ja, sie laufen noch weiter, allerdings ein bisschen nach oben versetzt in Richtung Evakuierungszone. Das ist jetzt auch nicht so gut. Ja, die Drohne kommt zurück. Wobei, naja, vor der Drohne habe ich jetzt kein Bammel. Die hier sind blöd, vor allen Dingen, weil halt eben der Schildträger, wenn der seine Boni ausspielt auf den Rest, dann ist das bescheuert. So, jetzt ist es auf jeden Fall soweit. Wir werden den Spark jetzt mal als Beute hier platzieren, mehr oder weniger. Wir gehen mit Terry hier hin. Ja, das muss jetzt klappen. Wir gehen jetzt in Overwatch. Ich möchte jetzt entdeckt werden. Und es ist soweit. Jawohl. So, jetzt wird's spannend. Haben wir nur diese drei oder haben wir mehr? Und vor allen Dingen, wie viel Schaden können wir jetzt schon machen mit den Overwatch-Schüssen? 7. Schreibschuss. 8 und weg. Nummer 1 ist weg. Gut.
Die lösen keine Overwatch-Schüsse mehr aus, weil sie sich nicht bewegen. Die Drohne kommt. Ist aktiv. Fängt sich allerdings auch gleich noch einen ein. Und jetzt ist die Frage, was ist jetzt, was passiert mit denen hier oben? Da war noch ein Archon dabei, glaube ich. Jawohl, Alex nimmt sie direkt raus. Und nichts. Wir sind dran. Sehr schön. Also, zwei Gegner down. Und wir haben es hier nur mit zwei weiteren zu tun. Und die kriegen wir doch jetzt hoffentlich relativ gut raus. Also, Alex, zweimal schießen. Das müsste machbar sein. Rüstung hält Stand. Jawohl. Zef, einmal hier drauf, bitte. Trefferrüstung. Und jetzt haben wir den Hannes. Wieso sind das nur 68%? Kein Problem. 77. Mach den Kill bitte. Okay, so, und dann nehmen wir mit dem Spark den anderen. Ah, wir gehen hier noch einen Tacken rüber. Daneben. Ja, der war nicht so gut von den Prozenten her. Terry, 81%. Jawohl. Okay, gut. Vier Gegner down. Und wir können hier in Feuerschutz gehen. Und Icono bleibt erstmal in Deckung. Dr. Tod ebenfalls Feuerschutz. Ja, die kommen. Okay. Hit the armor. So, das heißt, die nächsten drei sind aktiv. Overwatch daneben. Wichtig ist, dass der Schildträger fällt. Hier hinten kommt der nächste Trupp, der ist allerdings noch nicht aktiv. Die müssen wir jetzt angehen. So, Alex. Ah, kein Free Reload. Bescheuert. Haben wir hier auch nicht. Boah, es fehlen Waffenanbauteile. Bam, 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 bam. Wie schaut's aus? Wahnsinn. Mit dem fangen wir mal an. 69% Wahnsinn. Feeling all right? Desorientiert. Das ist schon mal ganz gut. Damit hat er einen Aim von 55. Und wir hauen mal ein Seelenfeuer noch hinterher. Ich hoffe, ich komme mit Seth auf den Schildträger. Ah, nur 50%. Das ist nicht gut. Dann werden wir den Spark benutzen. Jawohl, und mit dem Spark werden wir sogar hier reinhauen. Wir übersteuern mit dem Spark. Hauen die Schreddersturmkanone hier rein. Damit treffen wir nämlich beide und lassen hier eventuell auch die Autos noch explodieren. So, sie brennen zumindest und könnten jetzt jeden Moment explodieren. Der Schildträger ist tot. Der hier hinten hat noch 6 HP. 58? Wieso nur 58? Wir gucken mal, was wir hier hacken können mit dem
Frage, ansonsten hätten wir noch zwei Schüsse oder eine Bewegung und einen Schuss. Ich tendiere bei den Prozenten fast dazu, eine Bewegung und dann zu schießen. Trupp erhält sofortige Verborgenheit, allerdings nur 16% Chance. Wobei, 50er Technologiewert, das können wir uns mal mit Dr. Tod anschauen. Unser Spezialist, der müsste hier eine bessere Chance haben, das hier zu bekommen. Also den ganzen Trupp wieder in Tarnung zu bringen, in Verborgenheit zu bringen, das wäre natürlich schon Wahnsinn. Also, wir könnten hier hinlaufen und hätten dann diesen Elite-Soldat flankiert. Auch eine Option, ne? Weil wir machen jetzt mal Folgendes. Ich kriege hier eh nur einen Schuss raus mit Alex. Also werden wir nachladen. Und dann den hier machen. Jawohl, 11. Sauber. Und Hannes haben wir auch noch, oder? Da hat er schon geschossen. Nein, der hat noch nicht geschossen. Allerdings hat er nur 47. Wir könnten ihn mit einer Plasmagranate ausschalten. Das werden wir tun. Wir laden nach. Und werfen dann die Plasmagranate auf ihn. Dann ist der auch weg. Und da haben wir schon Beförderung verdient. So, Terry. Warten wir mal ab, was wir mit Terry machen. Seth hat kein Schussfeld von hier, wo er steht. Aber das war arg. Wir können hier rüber. Haben ihn dann flankiert. Und können jetzt noch schießen. Oh, na, jetzt haben wir noch eine Drohne aktiviert. Wobei es auch nicht so wild ist. Wir nehmen die 60. Ich probiere die 60% hier. Schade. Schade. Also wie viel haben wir jetzt ausgeschaltet? Am Anfang waren es 3 plus die Drohne 4. Hier schon wieder 5 und 6. Das hier ist 7, 8 und dann ist das, was hier kommt, 9 und 10 wahrscheinlich. Prozent nur. Aber ja gut, Seth kann die Drohne nehmen. Oh, nur gestreift. Tja, was machen wir jetzt mit Terry? Ich bin hier nicht zu nah ran an die Autos. Wir könnten hier... Wir setzen hier ein Unterstützungsfeuer drauf. Wir werden aber zuerst nachladen. Damit reduzieren wir sein Aim nochmal um 25. Ich denke, dann wird der keine allzu große Gefahr darstellen. Wenn überhaupt, dann auf den Spark. Und der hält ein bisschen was aus. So, was wollten wir machen? Genau, wir wollten... Achso, ein Übernahmeprotokoll auf die Drohne. Das könnten wir uns natürlich auch anschauen. Feindkontrolle. Wisst ihr was? Das probieren wir. 69%. Aha. Die gehört erstmal uns. Gut gemacht. Auch wenn sie jetzt schon angenockt ist, aber das ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Die zieht eventuell den ein oder anderen Schuss auf sich. Okay. Hier nichts mehr machen. Wir könnten natürlich jetzt einen Angriff mit ihm starten und ihn rausnehmen, allerdings nee. Wir bleiben hier, seine Zeit wird noch kommen. Lassen ihn mal hier in Deckung. So, der Elite-Soldat, was tut er? Die kommen? Das sind auch nur 2. Er läuft weg.
Okay, und schießt auf die Drohne. Mhm, also Sinn erfüllt. Und wir sind dran. Hier oben kommt was? Nö. So, die Autos. Die Autos sind explodiert. Okay, was haben wir? Wir haben 9. Ach, da hinten ist ein Elite-Soldat. Ach, das ist. Ja, ja. Das ist der. Auf den fliegen wir zu. Was machen wir denn hier? Wir löten. Fliegen hier mal hin. Ah ja, jetzt haben wir die. Jetzt, die waren noch gar nicht wirklich aktiv. Jetzt sind sie es. Und wir haben den Drohnenschocker. Der daneben geht, aber das ist kein Problem. Der wird auf jeden Fall einen weiteren Schuss auf sich ziehen. So. Tja, auf den will ich. Will ich? Ich sehe gerade, wir haben hier eine Chance, den zu. Der steht im Offenen, ne? Das wäre eine Flanke. Das sollten wir natürlich nutzen. Soll ich das besser nochmal überprüfen? Also, wir gehen hier hin. Hier steht die VIP, die wir ausschalten sollen. Minus 1,5, Zielidentität bestätigt. Und wir haben. Was? Trotz Flanke nur 60%, aber wenn wir versuchen es. Schwach. Schwach, schwach, schwach. Was tun wir? Ich denke, jetzt ist es auch Zeit für Line of Departure. Wir werden mit Line die Nutcher töten. Oder zumindest böse annocken. Dann das würde man mit einer Granate zu Ende bekommen. Wisst ihr was? Wir machen zuerst die Granate. Dass Line dann den Kill machen kann. Nehmen wir hier die Beute mit. Ja. Schon unterwegs. Überragender Fokus und Hacken. Und dann suchen wir uns irgendwo eine Deckung. Ich denke, das Auto hier ist bereits explodiert. Das dürfte eigentlich kein zweites Mal explodieren können. Bin dabei. So. Dr. Tod hat nur eine Blendgranate. Ah, Terry auch. Hier ist eine Splittergranate. Die sollte reichen. Die Frage ist, kriegt er sie soweit? Wahrscheinlich nicht. Das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Dann gehen wir mal. Das ist jetzt blöd, ne? Gehen wir nicht hin. Und Wahnsinn sind auch nur 34%. Ah. Seth. Seth hätte eine Granate. Wisst ihr was? Das machen wir, weil Seth sollte sich eh umpositionieren, dass er in der nächsten Runde ein bisschen was tun kann. Wir gehen mal hier hin mit ihm. Und nehmen jetzt die Splittergranate hier hin. Und dann müsste eigentlich unser Shinobi in der Lage sein, jetzt diese 11 Schaden zu machen. Ah, 9 bis 13. Es ist. Wir machen es trotzdem. Komm. Was war das? 9 nur. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Das ist schlecht. Not a problem.
Was machen wir jetzt? Prozente sind ebenfalls bescheiden. Wir werden den Unterstützungsfeuer hier drauflegen. Vielleicht bewegt er sich ja... Also er bewegt sich auf jeden Fall weg, oder? So wie er steht. Was eventuell auch sein könnte, ist, dass er ihn umschlingt. Wir machen mal Folgendes. Wir werden jetzt noch ein Hilfsprotokoll auf Line of Departure schicken. Und mit Basti den Wahnsinn einfach probieren. 49%, das ist ein bisschen besser geworden, glaube ich. Vielleicht klappt ja irgendwas. Ja, auch der geht daneben. Nun denn. Also, drei Gegner stehen. Das ist absolut nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Los geht's. Biete Feuerschutz. So, geht er auf die Drohne? Der geht auf die Drohne. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Weil er eigentlich der gefährlichste war. Mit 85 Aim. Und er kriegt einen Overwatch. Leider daneben. Okay, auf den Spark. Damit kann ich aber leben. Und jetzt ist die Frage, was macht die Nacha? Jawohl. Jawohl. Terrible One hat die Viper ausgeschaltet. Gut. Wir könnten mit Seth natürlich jetzt die VIP abknallen und dann gucken, dass wir wegkommen. Eigentlich auch keine so schlechte Idee, ne? Wo steht denn der... Wie denn dieser Soldat? Hä? Wo steht er denn? Seliger. Ach, hier. Hä? Ja, wieso kann ich den beschießen, aber er wird mir gerade nicht angezeigt. Das ist ja total schräg. Das ist ja mal total schräg. Der steht hier. Okay. Wisst ihr was? Wir werden mit Seth die VIP töten, weil es hier ja auch langsam bezüglich Nachschub eng wird. Der Verstärkungstimer ist gelb. Wir könnten jetzt ist er plötzlich da. Jetzt sehen wir ihn. Da steht er. Den könnten wir... mit Line of Departure raushauen. Allerdings hat er noch keine... er hat noch keine Perks. Also er kann sich nicht wieder wegbewegen und er steht dann offen. Wisst ihr was? Wir ziehen uns hier zurück. Wir ziehen uns zurück und kriegen hoffentlich den ein oder anderen Overwatch-Schuss. Und wir gucken uns das mal an, wie die Chancen bei Dr. Tod sind, den kompletten Trupp zurück in die Verborgenheit zu bekommen. Das wäre natürlich... das wäre die Krönung. 43%.
Wisst ihr was? Wir werden das versuchen. Und zwar, aber ich werde erstmal alle bewegen. Alle bewegen und hier jetzt Overwatch machen. So, ich guck nochmal, ob ich auch keinen Quatsch erzählt habe. Er ist Feldsanitäter. Als Shinobi ist das eine, ist das, das müsste eine Fähigkeit aus der, aus dem fortschrittlichen Kriegszentrum sein. Das passt nämlich, also ist eigentlich keine Standardgeschichte. Das würde allerdings, das würde sogar bedeuten, dass wir momentan, zumindest bis jetzt noch, makellos unterwegs sind, weil der Feldsanitäter hier diesen einen Punkt, den der Spark verloren hat, negiert. So, Feuerschutz. Das kann doch ein Geschütz machen. Hannes, kriegen wir hier hinten hin. Okay, bin unterwegs. Okay, jetzt bringen wir noch Line of Departure und dann haben wir es. Den bringen wir hier hin. Und jetzt versuchen wir diese 36% oder wie viel es waren mit Dr. Tod. Wenn das jetzt klappt, dann wäre alles erledigt. Ansonsten müssen wir jetzt hoffen, dass in der nächsten Runde, nicht noch irgendwie einen Schuss abbekommen. 34%. Yes! Der komplette Trupp geht zurück in die Verborgenheit. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Die Frage, also die entscheidende Frage ist jetzt, Advent wird uns jetzt natürlich sofort wieder aufdecken mit Bewegung, aber haben sie dann überhaupt eine Offensivaktion oder haben sie keine? So, das war jetzt eine Bewegung. Er kommt und jetzt, jetzt haben wir Overwatch. Und hauen ihn weg. Okay. Frage beantwortet. Wie viele habe ich schon getötet? Frage beantwortet. Und der Verstärkungstimer ist immer noch gelb. Das heißt, ich tendiere jetzt eigentlich dazu, diesen Befehlshaber noch wegzumachen. Wir haben hier einen Free Reload. Und haben hier einen 95% Schuss. Oh. Streifen ihn aber nur. Aber ja, da kriegen wir doch jetzt genug ran, oder? Das Bark einmal nachladen und dann sind es 60%. Auch nur gestreift. Wir machen es spannend. Der Doktor. 67%. Daneben. jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng und langsam doof. Terry. 71%. Wir steigern uns prozentmäßig. Und da ist auch der Treffer und er macht's mit einem Crit-Treffer. Auf Terry ist Verlass. Gut. So. Ja. Das ist ja auch krass. Durch dieses Hacken, es ist jetzt nicht der Trupp wieder aufgegangen. Es hatte jetzt quasi jeder für sich eine einzelne Verborgenheit. Ihr seht es hier hinten, die sind weiterhin verborgen. Verstanden. Drücke ab. Ja, wir gehen jetzt in die Evakuierungszone. Bin ich gespannt, ob jetzt der Verstärkungstimer auf Rot springt.
Nein, immer noch nicht. Okay, und dann war's das. Dann war's das, weil dann kriegen wir selbst Seth raus. Der noch ein bisschen Wegstrecke vor sich hat. Aber alle anderen hätten wir ja jetzt schon. Gut, also Overwatch. Ach, und es ist immer noch gelb. Das ist ja tiefenentspannt. Seth, rein mit dir. Und alle evakuieren. Nichts wie weg. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Gut, 11 von 11 und es ist, wie gesagt, makellos, weil Line of Departure den Feldsanitäter hat, der einfach dafür sorgt, dass ein verlorener HP als kein verlorener HP zählt. Wunderbar, Operation Beschworener Rauch war damit ein voller Erfolg. 11 Gegner haben wir ausgeschaltet. Fliegen wir heim. Wenn alle Missionen so glatt laufen, haben wir den Planeten schon bald wieder unter Kontrolle. Mhm, allerdings gefällt mir das ehrlich gesagt nicht so gut. Bisher nur eine Beförderung. Wie sieht es auf der zweiten Seite aus? Ah, okay, da kommen zwei weitere dazu. Wisst ihr was? Die machen wir direkt. Also, Hannes Glock da hat sich hier eine Beförderung verdient und er bekommt. Ja, Deckungsfeuer nehmen wir, ne? Deckungsfeuer für unseren Ranger. Dann Terry hätte sich eigentlich auch eine Beförderung verdient. Wir haben Line of Departure. Kannst Nahkampfangriffe parieren und mit deinem Kampfmesser kontern. Du erhältst außerdem plus 10 Ausweichen. Ne, wir nehmen den Schattenschritt. Weder Feuerschutz noch Reflexschüsse löst er aus. Und der Spark. Bam, 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 bam. Adaptive Zielerfassung. Hebt den Zielsicherheitsbonus in Höhe von minus 15 für aufeinanderfolgende Standardschüsse ab. Ja, den nehmen wir. Okay, und das war's für heute. Überragender Fokus und Hacken haben wir noch rausgeholt. Nicht so entscheidend. Die VIP ist ausgeschaltet. 3 Beförderungen, immerhin von 8. Ja, kann ich mit leben, lässt sich sehen. Und wir werden natürlich direkt wieder einen Einsatz suchen, wo wir unseren Ausbildungsquad rausschicken können. Ihr wisst, der erste Ausbildungsquad oder der andere Ausbildungsquad, der ist bereits schon wieder unterwegs. Wir müssen leveln, leveln, leveln. In diesem Sinne, ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, Leute, haut rein. Tschö, tschö.